Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Das heutige Thema ist meditatives Malen gegen Stress. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit. Aber bevor es losgeht, schalte dein Handy aus oder auf leise und guck, dass du die nächste Zeit störungsfrei malen kannst. Und jetzt hier, ich arbeite oder male hier auf dem Boden. Du musst natürlich nicht auf den Boden runter, ist aber mal eine ganz tolle Erfahrung. Und vom Papier her, du kannst jedes Papier benutzen. Bei mir ist es jetzt hier eine Leinwand, die ich mit Kreppband auf dem Boden befestigt habe. Von den Farben ist auch wieder alles erlaubt. Nimm gerade beim meditativen Malen die Farben, die dich wirklich ansprechen. Das sind jetzt hier Aquarellfarben hauptsächlich. Einfach weil Aquarellfarben diesen fließenden Aspekt haben und das allein ist für mich unglaublich entspannend. Und jetzt von den Formen her, auch da ist alles möglich. Schalte dir, wenn möglich oder wenn du magst, deine Lieblingsmusik ein, vielleicht eine schöne Meditationsmusik. Oder was auch gut funktioniert bei mir ist, Geräusche, Naturgeräusche wie jetzt Regen, Wellen, also Wellen beruhigen. Ich bin ja hochsensibel. Wenn ich auf YouTube mir diese Wellen reinziehe, ne, das ist entspannt, das alleine ist schon Entspannung pur. Und auch von den Farben her, auch da meditativ. Versuch dich wieder reinzufühlen, welche Farben dich gerade ansprechen. Und du kannst es auch wunderbar mit Kindern zusammen machen. Da nimmt jeder einfach ein Stück von der Leinwand und nimmt ein Thema und versucht es mal gemeinsam. Ja, und hier gehe ich nochmal raus in den Wald. Wenn ich da nicht weiterkomme, ne? Oder wenn ich eine Pause brauche, dann eben im Wald zu einer kleinen Waldmeditation. Und dann kann es gleich wieder weitergehen. Also meditatives Malen hat einfach eine unglaublich beruhigende Wirkung und ist somit natürlich gegen Stress immer und immer einsetzbar. Oh ja, da gibt es wohl gerade ein bisschen Musik. Geht auch, ne? Also meditatives Malen heißt nicht, dass wir die ganze Zeit ruhig ohrmäßig da sitzen. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ja, und versuch die Atmung und oder die Atmung mit deinem Pinselstrich zu kombinieren. Ne, einatmen, Pinselstrich, ausatmen, ein weiterer Strich oder malen. Das ist ganz toll. Für den Körper und auch für den Geist, nämlich Atmung und Malen miteinander verknüpfen. Einatmen und ausatmen. Und es geht tatsächlich, das damit mit der Malerei zu verbinden. Ja, und heilsames Malen, du konzentrierst dich während des Malens, also das ist ja Fokussieren, Konzentration und dadurch
befreist du deinen Geist von unnötigen Gedanken. Das ist heilsames Malen. Und es verschafft dir insgesamt eine entspannte Atmosphäre. Also ich praktiziere dieses meditative, heilsame Malen. Ist ja, im Endeffekt ist ja da alles mit drin. Ne? Heilsames Malen, meditatives Malen regelmäßig. Und oftmals kombiniere ich das dann zu einer Musik von Osho oder zu einer CD, wo Om gesungen wird. Und es ist dann einfach nur unglaublich entspannend. Und hier könnte man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Meditatives Malen, Meditation und meditativer Tanz. Also, dass man beginnt, man würde dann beginnen mit einer kleinen Meditation zu Anfangs, dann ein bisschen malen, Atmung und malen zusammen kombinieren. Und dann während des Malens noch tanzen, dazu tanzen. Herrlich. Stress ade. Wenn du Fragen hast, schreib mir die Frage oder die Fragen in den Kommentar, damit ich sie dir beantworten kann. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe und viel Spaß.